Ja, hallo Leute und herzlich willkommen auf meinem YouTube-Kanal DividendenTV, dein Kanal für den langfristigen Vermögensaufbau. Mein Name ist David und heute geht es einmal um ein sehr spannendes Thema, nämlich um die Sünde beim Investieren. Was ist moralisch eigentlich vertretbar und was nicht? Das muss natürlich jeder selbst entscheiden, genauso wie auch jeder selbst entscheiden muss, in was für Werte er investieren möchte. Denn auf meinem Kanal findet wie immer keine Anlageberatung und keine Aufforderung zum Kauf statt und jeder darf, wie gesagt, selbst entscheiden, in was er investieren möchte. Ja, Sündenportfolio, so etwas Ähnliches gab es auch schon mal beim Jens Rabe auf dem Kanal, da habe ich das auch schon mal gesehen, ist aber schon einige Zeit her und ich habe mir auch gedacht, da könnte ich ja mal ein schönes Musterportfolio machen. Ja, es wird ja viel gesprochen über nachhaltige Themen. Ja, wie kann man die Umwelt besser schonen? Wie kann man auch mit diesen Geschäftsmodellen Geld verdienen? Habe ich ja auch schon ein paar vorgestellt, wie zum Beispiel Waste Management, die sich mit der Müllentsorgung beschäftigen. Dann gibt es natürlich Unternehmen wie Tesla, die eben mit der Elektromobilität Geld verdienen wollen. Und ja, da gibt es viele nachhaltige Themen, die natürlich in aller Munde sind. Meiner Meinung nach auch schon vielleicht etwas zu sehr gehypt. Und darum schauen wir uns mal quasi das schmutzige Geschäft an und Branchen, die vielleicht nicht so populär sind. Hier gibt es aber teilweise sehr hohe Dividendenrenditen und hier wird auch sehr viel Geld verdient. Aber es sei natürlich gesagt, jeder muss da selbst entscheiden, ob er in diese Sparten investieren möchte oder nicht. Ich habe auch bei manchen Sachen ein bisschen moralische Bedenken, bei anderen Sachen wiederum gar nicht. Ich habe es ja eh schon mal gesagt, zum Beispiel beim Tabak habe ich überhaupt keine Bedenken, denn da kann ja jeder selbst entscheiden, ob er zur Zigarette greifen will oder nicht. Bei der Rüstung ist es teilweise etwas schwieriger, das Ganze. Da kann man natürlich nicht selbst entscheiden, ob ein Krieg ausbricht oder nicht. Aber da gibt es natürlich auch wieder Argumente für die Rüstungsunternehmen, zum Beispiel, sie heißen ja auch Defense im amerikanischen Raum oder Verteidigung auch oft bei uns. Und natürlich, ohne Rüstung können wir uns nicht verteidigen. Bei der Polizei sind wir auch froh, wenn sie mit Waffen ausgestattet sind, um uns zu beschützen. Ja, also ganz ein schwieriges Thema. Soll man in diese Werte investieren, dann ist ja auch wieder die Frage, ist das Investieren eigentlich so schlimm oder ist es schlimmer, die Produkte zu konsumieren? Wenn man zum Beispiel mit Nestlé ein Problem hat, kann man dann die Nespresso-Kapseln weiterhin kaufen oder nicht? Ja, Nestlé nenne ich jetzt, ist aber kein Teil des Videos, aber wird auch häufig halt genannt, dass manche hier moralische Bedenken haben. Und ich habe es aus diesem Grund nicht gewählt, weil es gerade in dem letzten Video schon vorgekommen ist. Wir haben heute andere Unternehmen, die sich auch mit Essen und Trinken beschäftigen. Und ich habe mich natürlich auch bemüht, hier viele neue Unternehmen mit reinzunehmen, die wir auf meinem Kanal noch nie besprochen haben, dass auch etwas mehr Abwechslung für euch dabei ist. Und ich werde auch versuchen, das ganze Video dieses Mal etwas kürzer zu halten, denn letztes Mal war es ja knapp eine Stunde und da verstehe ich, dass vielen auch schon ein bisschen lang geworden ist. Das ist dann eigentlich so im Verlauf des Videos passiert. Wenn man da mal richtig drinnen ist in der Unternehmensvorstellung, dann kann es schon mal sein, dass ein Video etwas länger wird. Aber dennoch werden wir uns auch wieder einige Unternehmen im Aktienfinder kurz ansehen. Und wo ich gerade den Aktienfinder anspreche, für euch nochmal der Hinweis auf meinem Instagram-Kanal, dort heiße ich auch DividendenTV, gibt es gerade ein Gewinnspiel und zwar verlose ich 90 Tage Vollmitgliedschaft im Aktienfinder. Das hat mir der Thorsten freundlicherweise zur Verfügung gestellt und somit kann ich das an euch weitergeben. Ja, und dort einfach mal mitspielen. Ihr braucht nur meine Instagram-Seite abonnieren und ein Like da lassen und schon seid ihr automatisch dabei. Würde mich auf jeden Fall freuen, wenn ihr da auch mal vorbeischaut. Ja, und außerdem noch kurze Werbung für meine Facebook-Gruppe. Mittlerweile 500 Mitglieder in der Dividenden-Community. Ja, freut mich immer in der Gruppe ein sehr schöner Austausch mit anderen Aktionären. Und wenn euch das auch interessiert, schaut einfach gerne auch mal auf Facebook vorbei. Ja, und nun stellt sich natürlich die Frage, was habe ich für Kriterien für das Sündenportfolio? Ich möchte hier ja auch ein Portfolio bieten, das
für Investoren gute Möglichkeiten bietet, hier erstens eine ordentliche Dividendenrendite zu erreichen und natürlich auch einen Wertzuwachs über Kursgewinne. Und somit habe ich 10 Unternehmen ausgewählt und zusätzlich noch 2 Unternehmen als Bonus sozusagen, seht ihr ja ganz unten im Glücksspiel- und Cannabis-Bereich, auf die ich nicht mehr genauer eingehen werde, weil ich die nicht so für interessant halte, aber ich möchte sie dennoch erwähnen, weil sie ganz gut zu diesem Sündenthema passen. Und ja, das Ziel sind hier eine Dividendenrendite des Gesamtportfolios von über 3%, zusätzlich ein Dividendenwachstum von 5% und alle Unternehmen sollten mindestens 1 Milliarde Marktkapitalisierung haben und das Ganze in verschiedenen Branchen. Ja, die Branchen seht ihr hier ja bereits. Es geht um Essen und Trinken, Alkohol, Tabak, Öl- und Rüstungsunternehmen und dann eben als Bonus noch Glücksspiel und Cannabis. Und was haben wir für Ziele mit diesem Portfolio? Ja, zum ersten wollen wir sofort eine Bruttodividende von 300 Euro pro Jahr erhalten. Das Ganze geht natürlich nur bei einem Investment von 10.000 Euro, also in jedes Unternehmen 1.000 Euro. Ja, dann erwarten wir eben eine jährliche Gehaltserhöhung von 5% und das bedeutet, dass sich immerhin in 15 Jahren die Dividende verdoppelt. Ja, und außerdem wollen wir natürlich Unternehmen hier auswählen, die konstante Gewinn- und Dividendensteigerungen aufweisen, also nicht hier hochriskante Unternehmen, sondern wirklich Unternehmen, mit denen man langfristig eine Freude haben wird. Ja, und dann kommen wir auch schon zum ersten Unternehmen. Dieses Unternehmen ist im Bereich Essen und Trinken, wie bereits gesagt, tätig und trägt den Namen Yum Brands. Werden viele von euch vielleicht noch nie gehört haben, aber das war ja das Ziel hier in diesem Portfolio, ein paar unbekanntere Unternehmen mit reinzubringen. Ja, die Unternehmen, die zu Yum Brands gehören, werdet ihr aber definitiv kennen. Die zeige ich euch mal schnell auf der Unternehmenshomepage. Und ihr seht schon, KFC, Pizza Hut, Taco Bell, wirklich sehr bekannte Restaurantketten, wenn man so will. Und wenn man es insgesamt an der Anzahl der Restaurants misst, sogar größer als McDonald's. Und das will was heißen. Weltweit tätig und ja, das Management hat sich eben vorgenommen, 15% Rendite über die nächsten Jahre. Mal schauen, ob das gelingt. Man will sich ja sehr schnell wachsen. Und ja, ich persönlich bin ja auch in McDonald's investiert, aber es ist auch schon öfter die Frage nach Konkurrenz gekommen. Da gibt es dann natürlich sowas wie Starbucks zum Beispiel, aber eben auch Yum Brands, sehr breit aufgestellt. Und das Ganze schauen wir uns jetzt mal schnell im Aktienfinder an. Ja, und hier sind wir auch schon. Der Kurs aktuell bei 96,88 Euro. Ein US-Unternehmen. Marktkapitalisierung liegt bei 29 Milliarden Euro. Die Dividende wird wie für US-Unternehmen typisch viermal im Jahr ausgezahlt bei einer Dividendenrendite von 1,64%. Ausschüttungsquote auch noch in einem moderaten Bereich unter 50%, sowohl nach Gewinn als auch nach Free Cashflow. Und ja, die Dividende konnte jetzt erst wieder 2 Jahre gesteigert werden, aber der jährliche Zuwachs der Dividende auf die letzten 5 Jahre, das hat ja gar nicht so gut ausgesehen, jedoch auf die letzten 10 Jahre zumindest über 7%. Und in Zukunft wird geschätzt, dass die Dividende wieder deutlich stärker gesteigert werden kann. Ja, wir sehen, der Gewinn pro Aktie steigt sehr schön an, wie auch langfristig die Dividenden, obwohl es ja mal eine Kürzung gegeben hat. Allerdings ist das Unternehmen im Vergleich zum historischen Durchschnitt etwas hoch bewertet, 92 Euro aktuell und der faire Wert liegt zwischen 56 Euro nach Dividende und 67 Euro nach KGV. Also schon im historischen Vergleich sehr ambitioniert bewertet. Aber jetzt schauen wir mal, wie das in KGV ausgedrückt aussieht. Ja, aktuell rund 25, also schon deutlich höher als im historischen Vergleich. Aber das Unternehmen will ja eben auch sehr stark wachsen. Und somit könnte natürlich diese Überbewertung wieder ausgeglichen werden, wenn man heute einsteigt.
Allerdings würde ich sagen, man kann hier durchaus mal auf einen Rücksetzer warten, aber diese Unternehmen sind meistens halt relativ hoch bewertet, da man weiß, ja, die laufen auch, wenn es mal an der Börse kracht, trotzdem gut weiter wie McDonald's, die einfach jedes Jahr weiter steigen, auch in der Krise. Und so ähnlich wird es bei Yum Brands vermutlich auch sein. Ja, das Unternehmen wäre sicherlich mal einen genaueren Blick wert. Also wenn euch da mal eine Analyse interessiert, schreibt es mir auch gerne in die Kommentare. Und nun kommen wir auch schon zum zweiten Unternehmen, auch im Bereich Essen und Trinken. Ja, es geht hier weiterhin um das ungesunde Essen, ähnlich wie beim Fastfood hier Pepsi, zuckerhaltige Getränke, jeder kennt das, Pepsi-Cola und noch schlimmer die zuckerfreien Getränke, das wie das Cola Zero, ich glaube Pepsi Max heißt das und ja, soll auch nicht sehr gesund sein, ich selbst trinke es vermutlich auch zu viel, schmeckt mir auch sehr gut und zusätzlich muss man wissen, dass Pepsi ja nicht nur im Getränkebereich tätig ist, wie jetzt Coca-Cola zum Beispiel, sondern die Hälfte vom Umsatz ungefähr wird im Snackbereich verdient und hier wird sehr viel Geld auch mit den Lay's Chips verdient und so finde ich, ist das Unternehmen sehr breit aufgestellt und zumindest breiter auch als zum Beispiel Coca-Cola, dafür vielleicht die Marke nicht ganz so stark, aber wir sehen, diese beiden Unternehmen können schon sehr lange im Duopol existieren. Dividendenrendite 2,58%, Dividendenwachstum auf die letzten 5 Jahre 8,09% und seit 48 Jahren wird die Dividende Jahr für Jahr erhöht. Also hier werden wir einen Dividendenkönig bald vorfinden mit 50 Erhöhungen. Und ja, PepsiCo schauen wir uns auch noch im Aktienfinder an. Ja, hier haben wir es mit einem sehr großen Unternehmen zu tun, 187 Milliarden Euro Marktkapitalisierung im nicht-zyklischen Konsum, Dividendenrendite 2,58%, ist jetzt nicht extrem hoch im historischen Durchschnitt, aber immerhin noch eine ordentliche Rendite, Ausschüttungsquote bei 73% auf den Gewinn, seit 48 Jahren, wie bereits erwähnt, wird Jahr für Jahr die Dividende erhöht. Und die letzten 5 Jahre sogar mit über 8%. Also ich finde das Unternehmen ganz interessant, sicherlich auch kein möglicher Ten-Bagger, aber das Unternehmen wächst Jahr für Jahr, meist sogar noch etwas stärker wie Coca-Cola. Und so bin ich zuversichtlich, hier wird auch geschätzt, dass sich der Gewinn sehr gut entwickeln soll, dass es in der Zukunft weiterhin bergauf geht. Und wir sehen es ja hier auch, der Gewinn pro Aktie, das steigt sehr schön an, genauso die Dividende. So soll das langfristig aussehen. Der Umsatz auch sehr schön angestiegen. Und aktuell haben wir halt auch eine etwas hohe Bewertung. Der Kurs bei 135 Euro. Fairer Wert laut Dividende wäre bei 118 Euro. Fairer Wert KCV bei 95 und fairer Wert KGV bei 105 Euro. Ja, etwas hoch bewertet, aber das ist natürlich bei diesen nicht zyklischen Unternehmen, wie ich es gerade schon gesagt habe. Investoren suchen natürlich Alternativen für Anleihen, für Sparbuch. Es gibt ja im Prinzip keine sicheren Anlagen mehr, die eine Rendite abwerfen. Und so kommen sie natürlich häufig auf so nicht zyklische Unternehmen wie eben Coca-Cola, PepsiCo, McDonald's, Procter & Gamble und so weiter. Denn hier gibt es zumindest noch 2,5% Dividendenrendite. Das kommt sehr zuverlässig jedes Jahr, wird sogar Jahr für Jahr erhöht und ist immer noch deutlich mehr, als man eben in solchen Anlagen bekommen würde, wenn man nicht sogar Strafzinsen zahlen muss bei zum Beispiel deutschen Staatsanleihen. Ja, dann schauen wir uns noch den Dividendenbenchmark an. Wie sieht es da aus bei Pepsi? Aktuell eben 2,5% und das Ganze soll ansteigen bis auf 5,5% in knapp 20 Jahren. Also das ist schon eine ganz ordentliche Dividendenrendite auf den Einstiegskurs bei sehr geringen Risiken. Genau so etwas will man ja haben als langfristiger Investor und das wäre vielleicht auch mal eine spannende Analyse, Pepsi mit Coca-Cola zu vergleichen, wenn euch das interessiert. Lasst es mich einfach wissen. Und was haben wir hier für ein KGV? Ja, auch im Bereich so 24, 25. Ja, sicherlich kein Schnäppchen, aber ich finde, es geht immer noch, wenn man halt berücksichtigt, dass es sonst
keine Alternativen gibt für sicherheitsbewusste Anleger. Ja, und dann kommen wir auch zum nächsten Unternehmen und jetzt kommen wir von dem Essen und Trinken, das was eher halt als ungesund eingestuft wird, zum Alkohol, gesellschaftlich ja sehr beliebt eigentlich in unserem Raum in Deutschland und in Österreich. Und es gehört fast zum guten Ton, dass man hier auch immer ein Gläschen mittrinkt und ja, zu jedem Anlass wird da quasi ein Grund gefunden, um wieder Alkohol trinken zu können. Und ich habe es ja auch in einer eigenen Analyse zu dir, Geo, schon mal gesagt. Ja, jeder, der probiert hat, mal längere Zeit keinen Alkohol zu trinken, der weiß, wie schwer das ist. Alleine der gesellschaftliche Druck, alle wollen, dass du da mittrinkst. Ja, wird sicherlich dann der eine oder andere kennen, der das schon mal versucht hat. Und wir kommen zum ersten Unternehmen. Hier geht es mal um das Thema Bier. Und wir haben hier Heineken ausgewählt, also auch ein global tätiges Unternehmen. Dividendenrendite bei 1,59%, Dividendenwachstum auf die letzten 5 Jahre bei 8,55%. Seit 2 Jahren kann die Dividende nun erhöht werden. Und es ist ein niederländisches Unternehmen. Hier geht es, wie gesagt, um das Thema Bier, wird sicherlich jeder kennen. Schauen wir uns auch schnell an im Aktienfinder. Auch ein recht großes Unternehmen mittlerweile, 60 Milliarden Euro Marktkapitalisierung, Dividendenrendite bei 1,59%, Ausschüttungsquote bei knapp 40% und ja, die Dividende konnte jetzt erst wieder seit 2 Jahren erhöht werden, aber wir sehen, langfristig geht es hier auf jeden Fall nach oben. Der jährliche Zuwachs auf die letzten 10 Jahre sogar bei 12%, die letzten 5 Jahre nur bei 8,55% und in Zukunft soll es sogar wieder etwas stärker nach oben gehen. Wir sehen hier auch, Wachstumsanalyse sieht ganz gut aus. Natürlich gibt es Schwankungen, vor allem auch in der Finanzkrise. Aber jetzt, seit dem Jahr 2009, geht es eigentlich immer sehr schön hoch, genauso beim Umsatz und die Bewertung wirkt auch noch relativ fair, der Kurs bei 103 Euro aktuell, Fair Value Dividende bei 93 und Fair Value KGV bei 82. Schauen wir uns mal das KGV an. Hier stehen wir aktuell ja auch bei einem Wert um die 25. Also diese Unternehmen, die eben so in diesem nicht zyklischen Bereich sind, die sind alle ungefähr gleich bewertet, die wir heute da angesehen haben und das könnt ihr dann selbst entscheiden, welches Unternehmen euch am ehesten anspricht. Bier wird sicherlich immer getrunken werden, aber wir haben jetzt noch eben ein zweites Unternehmen im Alkoholbereich. Ich habe es ja schon kurz angesprochen, nämlich Diageo. Und dieses Unternehmen ist auch seit ein paar Wochen jetzt bei mir im Portfolio. Und es geht hier nicht nur um Bier, aber es geht auch um Bier. Zum Beispiel Guinness ist hier auch dabei. Allerdings hauptsächlich um Spirituosen, zum Beispiel Smirnoff Wodka oder Johnny Walker. Also sehr breit aufgestelltes Unternehmen auch. Ich wollte eigentlich auch Pernod Ricard dazu nehmen, aber das habe ich nicht im Aktienfinder gefunden. Vielleicht gibt es das noch nicht oder ich habe da falsch gesucht. Auf jeden Fall Diageo, für mich sehr schönes Unternehmen. Und man merkt einfach auch, dass der Trend immer in die Richtung geht, eher luxuriöseren Alkohol, wenn man das so sagen kann, zu trinken, also hochwertigeren und nicht nur den günstigen Alkohol, den man um ein paar Euro kaufen kann. Nein, es ist auch ein Statussymbol. Gerade wenn man schon ein paar Gläschen getrunken hat, dann wird häufig nicht mehr so genau aufs Geld geschaut und dann kauft man auch schon mal eine etwas teurere Flasche Alkohol und genau davon profitiert eben Diageo. Und ja, ob man das jetzt moralisch in Ordnung findet, dass Leute natürlich auch süchtig werden vom Alkohol, das muss, wie gesagt, jeder selbst entscheiden, aber es ist ja bei weitem nicht jeder süchtig, der Alkohol trinkt, sondern wie gesagt eben sehr verbreitet hier in Österreich und Deutschland auf jeden Fall und auch in den meisten anderen Ländern der Welt. Ja, und jetzt kommen wir zum nächsten Bereich und zwar geht es um Tabak. Tabakunternehmen habe ich auch schon öfter angesprochen, meistens das Unternehmen British American Tobacco, weil ich da selbst auch investiert bin. Ein weltweit aufgestelltes Unternehmen,
Aber natürlich, was ist eigentlich die stärkste Marke so im Bereich Tabak? Natürlich ist das Marlboro. Alle werden es kennen und den Marlboro-Mann und natürlich auch die ganze Werbung immer auf den Formel-1-Autos früher, die man immer gesehen hat. Das war ja quasi fixer Bestandteil der Formel 1. Und das ist heute oft nicht mehr erlaubt, aber die Unternehmen gibt es immer noch, da wird immer noch sehr viel Geld verdient. Ja, und da stelle ich euch jetzt gleich beide Unternehmen auf einmal vor. Nämlich zum einen ist das Altria und zum anderen Philip Morris. Wieso gleich beide Unternehmen auf einmal? Ja, Marlboro gehört im Prinzip zu beiden Unternehmen. Die haben sich das nämlich so aufgeteilt, dass Altria das US-Geschäft übernommen hat oder nur mehr dieses US-Geschäft eben betreibt, und Philip Morris hat sich davon Altria abgespalten und betreibt das weltweite Geschäft außer in den USA, also alles andere. Und hier kann man sich auch überlegen, ja, soll man vielleicht in ein weltweites Unternehmen wie British American Tobacco investieren? Will man in Imperial Brands mit einer extrem hohen Dividendenrendite? Oder man könnte sich auch überlegen, zum Beispiel zwei Tabakunternehmen ins Depot zu kaufen, und dann würde ja einiges dafür sprechen, zum Beispiel eben Altria und Philip Morris zu wählen, denn dann hat man auch quasi die ganze Welt abgedeckt. Nur Altria würde mir persönlich nicht so gut gefallen, denn in den USA gehen die Raucherzahlen schon deutlich länger zurück. Hier wird zwar auch ordentlich Geld verdient, weil die Preise schon so hoch sind und die Konten auch immer erhöht werden, aber ich denke doch, dass in den Schwellenländern noch einiges mehr an Wachstum möglich sein wird und hier vielleicht sinken die Raucherzahlen noch nicht so stark und langfristig sehe ich hier einfach noch mehr Potenzial. Ja, wir sehen hier schon sehr hohe Dividendenrenditen bei Altria 7,26%, bei Philip Morris 5,22%. Das Dividendenwachstum sieht auch gut aus, bei Altria sogar über 10%, bei Philip Morris nur 3,34%. Und die Dividende kann eben bei Altria auch schon seit 50 Jahren erhöht werden, bei Philip Morris seit 11 Jahren. Ja, die Kennzahlen sprechen auf jeden Fall für die beiden Unternehmen, das sieht sehr gut aus. Natürlich gibt es das Risiko, dass die Raucherzahlen Jahr für Jahr zurückgehen. Die Preise können dafür umso stärker erhöht werden, denn die Zigaretten werden nahezu zu jedem Preis gekauft. Unglaublich. Außerdem wird mit extrem hohen Margen gearbeitet. Die Produktion der Zigaretten kostet fast nichts und es wird eben extrem teuer verkauft. Also wirklich ein geniales Geschäftsmodell und ich denke, hier kann man noch einige Jahre viel Geld verdienen. Und diese Branche sollte man sicherlich nicht ganz außen vor lassen, vor allem weil die Tabakwerte eben in der letzten Zeit so stark abgestraft wurden. Teilweise haben sie sich auch schon wieder ein bisschen erholt, aber dennoch immer noch die meisten sehr günstig. Also schaut euch das mal an und vielleicht mache ich da auch mal einen Branchenüberblick. Wäre sicherlich auch interessant. Ja, und nun kommen wir zum nächsten schmutzigen Geschäft, und zwar die Ölindustrie. Ich habe auch schon mal im Top 3 Aktien für Dezember 2019 Video habe ich schon mal die Shell-Aktie vorgestellt und bin da auch genau auf die Branche eingegangen. Ich komme da nur kurz zum Fazit. Ja, Öl wird man definitiv noch viele Jahre brauchen, das ist meine Meinung dazu. Aber man muss wissen, diese Unternehmen hängen alle sehr stark am Ölpreis. Und wenn der Ölpreis steigt, kann irrsinnig viel Geld verdient werden. Wenn der Ölpreis sinkt, bekommen diese Unternehmen starke Probleme und so ist es natürlich wichtig, hier einen richtigen Einstieg zu bekommen, also wirklich am Tief diese Aktien zu kaufen. Ich denke, aktuell hat man ganz eine gute Möglichkeit. Mein persönlicher Favorit ist ja Royal Dutch Shell, aber ich wollte eben hier auch mal zwei andere Unternehmen zeigen. BP, eben ein Unternehmen aus England, und ExxonMobil, das größte Unternehmen eigentlich im Ölbereich und auch Dividendenaristokrat. Schon seit 38 Jahren kann die Dividende Jahr für Jahr erhöht werden. Allerdings hat man hier vielleicht etwas zu wenig in die Zukunft investiert. Es wird teilweise mit sehr hohen Ausschüttungsquoten über 100% gearbeitet. Da wird natürlich immer etwas von der
Substanz angezapft und das wollen wir ja eigentlich nicht. Wir wollen ja noch viele weitere Erhöhungen und ich persönlich würde nicht unbedingt in Exxon Mobil investieren, sondern lieber eben in BP oder Royal Dutch Shell oder vielleicht Total. Aber das könnt ihr euch dann selbst auch mal eben im Aktienfinder genauer ansehen, dass das Video jetzt nicht ganz so lange wird. Und dann kommen wir gleich zu den Rüstungsunternehmen. Und zur Rüstung, ja, ich habe es vorher schon angesprochen, sehr schwieriges Thema immer, darf man da investieren oder darf man nicht investieren? Ja, das lassen wir jetzt mal außen vor. Wichtig ist auf jeden Fall, man kann in diesem Geschäft sehr viel Geld verdienen, denn die Nachfrage ist da und diese wird immer da sein, denn der Kunde ist natürlich die US-Regierung hauptsächlich und es wird immer wieder Phasen geben, wo mehr Waffen benötigt werden oder wo weniger aufgerüstet wird, aber definitiv wird die US-Regierung auch bei den US-Unternehmen einkaufen und das größte Unternehmen ist hier Lockheed Martin und wenn man jetzt mit diesem Geschäft eben kein Problem hat, dann ein sehr interessantes Investment, das schauen wir uns auch im Aktienfinder mal schnell an. Ja, wir sehen ja schon, Lockheed Martin hat auch zwei Auszeichnungen erhalten vom Aktienfinder und zwar zum einen Dividendenbunker und zum anderen Gewinnrakete. Ja, und das sei auch erwähnt, hier ist man im Bereich Raumfahrt und Verteidigung unterwegs und das Thema Raumfahrt ist natürlich immer nur, wenn man in diesen Bereich investieren will, ist man auch immer in diese Rüstungsunternehmen investiert und natürlich auch, wenn man zum Beispiel in die Flugzeugbauer wie Airbus oder Boeing investieren will, denn diese Flugzeugbauer verdienen auch sehr viel Geld mit Rüstung, genauso aber auch mit Raumfahrt. Diese Bereiche gehören anscheinend ziemlich eng zusammen. Marktkapitalisierung 113 Milliarden Euro. Und man muss natürlich auch wissen, ja, wenn man jetzt sagt, man will das absolut nicht im Portfolio haben und man will gar nichts damit zu tun haben, dann darf man natürlich auch keinen ETF kaufen auf zum Beispiel den S&P 500 oder einen MSCI World, denn da hat man immer auch Rüstungsunternehmen drinnen und ja, wir sehen hier eine Dividendenrendite von 2,11%, Ausschüttungsquote liegt bei unter 45% sogar, sowohl bei Free Cashflow als auch beim Gewinn. Seit 34 Jahren wurde die Dividende nicht mehr gesenkt, seit 17 Jahren jedes Jahr gesteigert. Der jährliche Zuwachs sogar über 14% auf die letzten 10 Jahre, knapp 10% auf die letzten 5 Jahre. Beim Gewinn sieht es auch sehr gut aus, die letzten 5 Jahre sogar 17%. Natürlich, diese Unternehmen haben auch ein bisschen von der Wahl von Donald Trump profitiert. Und ja, wir sehen hier, wie es sehr schön nach oben geht. 2000 mal ein Verlustjahr bei Lockheed Martin, aber seither eine sehr schöne Entwicklung. Der Gewinn pro Aktie steigt deutlich stärker auch an wie die Dividende, aber natürlich auch die Bewertung im historischen Schnitt schon sehr hoch. 400 Euro der aktuelle Kurs, Fair Value Dividende bei 250 Euro, Fair Value KCV bei 309 Euro und Fair Value KGV bei 320 Euro. Was heißt das in KGV ausgedrückt? Ja, aktuell rund 15, aber da muss man natürlich wissen, diese Unternehmen sind im historischen Schnitt immer etwas niedriger bewertet. Beim KGV wie jetzt zum Beispiel die Lebensmittelunternehmen. Und schauen wir uns mal den Dividendenbenchmark an. Das soll sehr schön nach oben gehen von knapp über 2% auf bis über 7% oder fast sogar 8% in 20 Jahren. Schauen wir mal, ob die Entwicklung dann wirklich so gut ist. Aber das Unternehmen, wie gesagt, für alle, die in diesem Bereich investieren möchten, sicherlich eine sehr interessante Wahl. Und schauen wir mal, was die eigentlich genau machen. Das können wir uns auf der Homepage ansehen. What we do, zum Beispiel eben Aircraft. Da sehen wir die Militärhubschrauber und Flugzeuge. Ja, genau, wir kennen das alles. Ja, und dann kommen wir eben auch zum nächsten Unternehmen in diesem Bereich. Und zwar ist das General Dynamics, auch ein Rüstungsunternehmen, etwas kleiner als Lockheed Martin. Aber
Auch sehr interessant, 2,17% Dividendenrendite, Dividendenwachstum sogar bei über 10%, und seit 28 Jahren wird die Dividende Jahr für Jahr erhöht. Könnt ihr euch auch mal anschauen, in diesem Bereich sicherlich auch ein spannendes Investment. Ja, und nun kommen wir zum Ergebnis, können wir die Kriterien erfüllen mit diesem Portfolio? Und da kann man nur sagen, ja, das ist sich locker ausgegangen, denn wir haben eine Dividendenrendite von 3% weit übertroffen, 3,76%, und Dividendenwachstum auf die letzten 5 Jahre immerhin auch bei 6,73%. Also in diesen schmutzigen Branchen, wenn man so will, kann definitiv viel Geld verdient werden, und jeder darf jetzt entscheiden, in welchen Branchen er selbst da investieren möchte, welche für ihn selbst nicht gehen. Vielleicht sind für den einen oder anderen auch diese ganzen Branchen nicht investierbar. Schreibt mir das auch gerne mal in die Kommentare. Ich habe schon mal auf Instagram auch eine Umfrage gemacht und es kam zu sehr unterschiedlichen Ergebnissen, habe sehr viele verschiedene Rückmeldungen bekommen. Teilweise auch eben einzelne Unternehmen, die einfach für viele nicht investierbar sind, teilweise auch Branchen. Und ja, jetzt kommen wir noch zu den beiden Bonusaktien. Und zwar ist das zum einen Bet at Home im Bereich Glücksspiel. Ich habe hier nicht viel anderes auf dem Schirm aktuell, was es sonst da noch für spannende Unternehmen gibt. Und Bet at Home, ja, die Dividendenrendite ist sehr hoch aktuell. Ich würde mich da aber nicht blenden lassen. Mir gefällt das Unternehmen nicht so gut von dem Verlauf. Und eine hohe Dividendenrendite ist definitiv auch häufig ein Warnsignal, denn wenn die Dividende dann gesenkt wird oder komplett ausgesetzt wird, dann bringt einem diese erwartete Dividendenrendite gar nichts mehr. Da setze ich lieber auf Unternehmen wie zum Beispiel PepsiCo, die haben nur 2,5% Dividendenrendite, aber die wird zuverlässig jedes Jahr gesteigert. Das ist mir deutlich lieber als das böse Erwachen, wie es auch zum Beispiel bei Daimler gerade war, wo die Dividende wieder ordentlich zusammengestrichen wird. So etwas möchte ich, wenn möglich, nicht im Depot haben. Und wie sieht es bei Cannabis aus? Ja, hier gibt es natürlich auch einige Unternehmen. Ich habe jetzt mal Canopy Growth herausgesucht. Ist, glaube ich, das größte Unternehmen. Und ich muss auch dazu sagen, für mich sind die Cannabis-Unternehmen absolut keine Investment. Deutlich zu spekulativ, sehr hoch bewertet. Man erwartet hier natürlich die große Zukunft, ob diese Gewinne mal wirklich verdient werden können, die hier schon eingepreist sind. Ich persönlich bezweifle das Ganze. Man muss natürlich unterscheiden. Häufig geht es auch um den medizinischen Einsatz von Cannabis. Ja, wenn es einfach nur um den Konsum geht, weiß ich nicht, ob das noch in mehreren Ländern und oder Bundesstaaten legalisiert wird. Ich kann es selbst nicht einschätzen. Ich denke, Alkohol ist auch nicht unbedingt gesund. Ob das Kiffen jetzt besser oder schlechter ist, kann ich schwer beurteilen. Langfristig und im zu hohen Maße wird sicherlich beides sehr schlecht sein. Und ja, ich denke, Cannabis-Unternehmen, ich könnte mir eher vorstellen, dass vielleicht ein großes Unternehmen wie Altria einmal so ein Cannabis-Unternehmen übernimmt. Ich glaube, es gehört sogar schon eines zu Altria und auch ein Teil von Alkohol auch. Und das finde ich dann interessanter, wenn wirklich ein Unternehmen, das vielleicht eben die klassischen Zigaretten als Cash-Cow hat und dann zusätzlich für das Wachstum noch im Cannabis-Geschäft unterwegs ist. Das würde mir vielleicht besser gefallen. Die aktuellen Aktien finde ich persönlich viel zu spekulativ, würde ich nicht einsteigen, aber ich weiß, einige haben das schon getan oder haben es vor, und ja, es ist alles erlaubt an der Börse, wie schon oft gesagt, jeder darf das selbst entscheiden mit seinem Geld. Für mich persönlich kommt es nicht in Frage, aber das muss nicht heißen, dass es für euch nicht ein interessantes Investment sein kann. Ja, und dann sage ich auf jeden Fall, danke, dass ihr bis zum Ende wieder zugesehen habt. Ich hoffe, euch hat das Sündenportfolio gefallen und es seid mir nicht böse, dass ich da so viele Unternehmen vorgestellt habe, die vermeintlich in etwas kritischen oder moralisch schwierigen Branchen unterwegs sind. Aber ich denke,
Man sollte auch über diese Unternehmen mal sprechen, denn die sind ja auch in den großen Indizes enthalten. Und jetzt würde mich auf jeden Fall eure Meinung zu den Unternehmen interessieren. Seid ihr auch in einige investiert oder haltet ihr euch komplett fern von diesen Branchen? Und wenn euch das Ganze gefallen hat, gerne ein Abo dalassen und einen Daumen nach oben. Und wir sehen uns dann wieder im nächsten Video. Ich wünsche euch noch einen schönen Sonntag und macht's gut.